46 Sekunden schneller als sein eigener Rekord. Carl Sagan wieder mal eine Machtdemonstration hier. Genau. Das Rechbergrennen nördlich von Graz findet bereits seit 1972 statt. Über 250 Fahrer aus 13 Ländern nahmen auch heuer wieder die Anreise ins kleine Dorf Tulwitz auf sich und machten das ca. 500 Einwohner zählende Dorf für ein Wochenende zum Mekka des Bergrennsports. Das Team Bonucci lädt die Osella PA99 aus dem Truck. Der Italiener Mauro Nesti holte mit solch einem Fahrzeug in den 80er Jahren am Rechberg viermal hintereinander den Sieg. Der Fiat 1100 Aladoro von Tonino Camilli. Ein echtes Schmuckstück. Renault RS01 von Philippe Schmitter-Frey aus Frankreich. Fausto Bormolini und Renzo Napiones, Reynard KO2. Nicholas Bramsams Lamborghini Huracan Super Trofeo. .650er Pug auf Steroid. Gottfried Kramers Tattoos S2000 Formelwagen. Jean-Marie Almeras 935er Porsche. Niki Zlatkovs Audi Quattro S1. Während an der Strecke die letzten Vorbereitungen für das zweitägige Event erledigt werden, werden in Tulwitz am Freitag die technische Abnahme und Fahreranmeldung erledigt. Es ist die ideale Gelegenheit für Fans, die Autos und Fahrer aus nächster Nähe zu begutachten. Auch wenn nicht immer alles klaglos über die Bühne geht. Hier wird René Auers VW Scirocco GTR genau unter die Lupe genommen. René wohnt ja nur einen Steinwurf vom Rechberg entfernt. Man nimmt es bei der Abnahme oft sehr genau. Trotzdem ist man für das kommende Rennwochenende optimistisch. Daniel Mosers BMW bei der Abnahme. Ein Monstergerät mit Monstermotor. August Kratzer mit seinem Lancia Beta Monte Carlo. Michael Nowitzki mit seinem Osella PA21. Wenn ihr immer schon einmal wissen wolltet, was Michael so schnell macht, es sind die Rennnudeln nach tschechischem Geheimrezept von seiner Frau. Felix Peiler, die steirische Bergrennlegende schlechthin, mit seinem Lancia Delta Integrale. Felix war schon bei der technischen Annahme sehr motiviert und hat hier bereits einen Konkurrenten überholt. Was passt? Achso, der hat noch reingefahren, okay. Ich kann ja nicht raus. Ich bleib gleich sitzen. Dann wird man vorschmuggeln, nicht? Gleich vorschwindeln. Unfreiwillig. Vorschwindeln?
Der Kerl soll gefälligst warten. Handelt es sich hier doch um Felix Peiler und seinen Lancia? Haben die keinen Respekt mehr, die Burm? Ich kann schon mal mein Gefeichel werden, aber der ist dringend, denke ich, jetzt. Ab und zu eine Spritze, das ist ja noch schlechter. Was haben wir trocken? Was erwartest du dir vom Rennwochenende, Felix? Das ist nichts Schönes beim Auto, das ist das Wichtigste. Von Gwingen ist sowieso weit weg. Es ist nicht möglich mehr. Aber so gut wie möglich aufgefahren. Es ist halt alles ein bisschen alt schon. Das Material, es wird müde. So wie der Fahrer. Müde? Felix Peiler? Das glauben wir ihm nie und nimmer. Ein Felix Peiler wird nicht müde. Niemals. Ja, ich war schon immer Motorsport verseucht. Ich habe schon mal 12 Jahre 125er Buch gehabt. Da habe ich meine Harmonika, weil ich so eine Harmonika lernen. Meine Harmonika umtauscht auf ein Buch. Da habe ich fast nicht fahren können und klangern können, weil ich so klein war. Verdammt gute Entscheidung. Habe ich eigentlich überall fast in Europa, wo ich da gefahren bin, auch den internationalen Streckenrekord aufgestellt. Und in 7er-Jahr dann, das war meine beste Saison eigentlich, da bin ich wirklich international bei den Europameisterschaften überall vorne dabei gekommen und habe Streckenrekord aufgestellt. Von den Emotionen her war Rechberg 2007 für mich das schönste Rennen überhaupt. Das war damals, das kann ich gar nicht beschreiben, da kriege ich heute noch die ganze Haut so. War das damals. Das war ein Wahnsinn. Also die Leute haben ihn einfach aufgetrunken, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber die 6-Flaschen habe ich mir aufgehalten, mit der Zeit drauf geschoben. Ja, das Auto ist eigentlich ein Lancia Eigenbau. Motor macht der Ledeneck-Karl. Der hat zurzeit so um die 650 PS und so kalt ist so wie heute, hätte er sicher 700. Und ich fahre meistens mit einem 6-Gang Schaltgetriebe, Gruppe A, was sie damals gehabt haben, in der Rallye-WM. Lancia, der national und international fährt, gibt es niemanden mehr, die haben das recherchiert. Es gibt zwar viele, die Lancia gefahren sind, aber keiner so lang. Ja, eigentlich sind alle Fahrer für mich. Ich hab alles Freund. Egal wer ist, ob das ein Anfänger ist, oder ob das der Schagerl ist, oder der Wittenhoff, oder meine Gegner halt, Karl Werner, ich habe da überhaupt kein Problem. Wenn schneller sind schneller. Trotzdem waren es keine nur Konkurrenten für mich. Ich bin immer frei gewesen. Bitte alle reinkommen zur Fahrerbesprechung. Please entry to the driver's briefing. Es wird immer Deutsch und dann auch Englisch sein. Falls irgendwelche Fragen auftreten sollten, bitte bis zum Schluss aufbewahren und dann einfach fragen. So. Inhalt der Präsentation wird einmal sein die vorrangigen Kontaktpersonen. Rennleiter ist Jakob Schrittwieser. Fahrerverbindungsmann ist Alfred Bahnhofer. Officials during the race, Clark of the Curse. Dann gibt es jetzt hier noch einmal. Das ist auch interessant. Aber wir hoffen, dass das nur die Rennleitung ist und da kein Zwischenfall passiert ist bei unseren großartigen Startern, die wir jetzt noch besprechen.
Die Streckenlänge vom Start in Tullwitz bis zum Rechbergsattel ins Ziel beträgt 5050 Meter und weist viele einzigartige Kurvenkombinationen auf. Die schnellsten Fahrzeuge erreichen dabei auf den kurzen Geraden bis zu 250 km/h. Am Samstag finden 3 Trainingsläufe, am Sonntag 2 Rennläufe statt. In der Tourenwagenklasse leisten die Motoren ca. 700 PS. Reto Meisel mit seinem Mercedes SLK 340 Jatt. Die Kurve bei der Lackner Reit ist eine der beliebtesten Kurven für die Zuseher, da sie sehr gut einsehbar ist und spektakuläre Action bietet. Wie den Megadrift, den Daniel Seiler hier mit seinem BMW durchzieht. Ewald Scherr mit seinem Ford Escort Cosworth. Werner Karl mit seinem Audi S2 R Quattro. Thomas Strasser mit seinem VW Scirocco. Und Lukas Boric mit seinem Tracking RC01 mit Mercedes-Karosserie. Lukas zirkelt das silberne Biest gekonnt durch die Kurve. Die Sektion Harrer Höhe. Tourenwagenklasse ist neben den Formelfahrzeugen quasi die Königsklasse im Teilnehmerfeld. Die Kurve in Schielerdorf. Werner K. Christian Schneider mit seinem Peugeot 205. Die links vor der Kurve Schielerdorf wird von den schnellsten Fahrzeugen mit knapp 200 durchfahren. Danach folgt eine löffelartige, enger werdende Rechtskurve. Daniel Seiler lässt auch hier wieder viel Gummi liegen. Stefan Wiegenhofer mit seinem Mitsubishi Mirage R5 Evo 2 und Lukas Boric mit seiner Boden-Boden-Rakete im Anflug auf Schiederdorf. Der Hersteller des Ungetüms ist Bourgeon aus Frankreich. Lukas Boric hat darin einen BMW S1000R Motorradmotor mit über 208 PS verbaut. Anfahrt zur Pollhofer Kurve. Lukas Boric fährt den Tracking seit 2015. Man braucht, wie Lukas schmunzelnd meint, schnelle Reaktionszeiten. Die Kurve gern, von manchen auch auf 3 Rädern genommen. Kurve vor der Geraden auf den Rechbergsattel. Rechbergsattel. Brandlhofkurve.
Daniel Seiler. Werner Karl führte zunächst im Ziel nach dem zweiten Lauf vor Werner Hofer und Stefan Wiedenhofer die Tourenwagenklasse E1 an. Und während bei den Piloten im Ziel schon der Schmäh läuft und man sich einen steirischen Energy Drink genehmigt, stehen Felix Peiler und Karl Schagerl noch am Start. Felix Peiler, 21-facher Bergrallye-Cup-Sieger. Felix und sein Lancia sind eine Legende. Seit 47 Jahren betreibt Felix schon den Autorennsport. Auch Felix wohnt nur wenige Kilometer vom Rechberg entfernt. Es ist also auch für ihn ein echtes Heimrennen. Denn 7 Jahre habe ich ja jetzt Rennen gegangen und habe überall Streckenrekord. Manche halten heute noch. Die sagen, ich bin nie mehr so schnell gefahren. Ich bin noch nie mehr so schnell am Rechberg aufgefahren als wie damals. Der ganze Berg drüben, der Rechberg, der hat tobt. Das ist unvorstellbar, wenn 30.000 Leute nur auf die fixiert sind. Und ich glaube nämlich auch, dass das irgendwie da ist. Das, die Leute, die sind da auf meiner Seite und irgendwie spürt man das. Thank you.
Hier nimmt sich Felix sogar noch die Zeit, seine Fans am Rechbergsattel zu grüßen. Leider ging Felix durch eine Verkühlung etwas gehandicapt ins Rennwochenende. Während der Läufe lockerte sich dann auch noch der Schalthebel, wodurch das Runterschalten etwas Probleme bereitete. Dennoch Platz 5 nach den beiden Läufen für den Haslauer. Einen mächtigen Eindruck hat Felix mit seinem Lancia aber auch heuer wieder auf jeden Fall hinterlassen. Ein Fahrer in der Tourenwagenklasse ist aber noch ausstehend. Und das ist Karl Schagerl. Karl und sein VW Rally Golf sind eine Klasse für sich und fahren im Bergrallye-Sport Sieg um Sieg ein. Das Eigengewicht der Schagerl VW-Rakete bringt 930 Kilogramm auf die Waage. Der Motor bringt bei 2 Litern Hubraum sagenhafte 702 PS auf den Prüfstand. Hat ein sequenzielles Schaltgetriebe, dreht bis ca. 8500 Touren und wurde von ihm selbst getunt. Besonderer Wert wurde von ihm auf ein breites Drehzahlband gelegt. Vor dem Start kriegt Karl noch letzte Infos von der Strecke übers Handy. Beim Vorstart wird er von Tochter Jennifer und Mechaniker Markus Muck begleitet. Karl hat selbst Mechaniker gelernt und begann 2009 mit dem Einstieg in erste Autoslaloms und Eisrennen mit einem Mitsubishi Evo 9. Sein erstes Bergrallye-Rennen bestritt er 2011 und war danach, wie er selbst sagt, vom Bergrallye-Virus infiziert. Das Fahrzeug, wie er es jetzt fährt, gibt es seit 2013. Auch die Carbon-Teile werden in der hauseigenen Werkstätte in seinem Autohaus gefertigt. Wer soll solch ein Geschoss schlagen? Schon im ersten Lauf schlug Karl Schagerl seinen eigenen Vorjahresrekord am Rechberg um fast 3 Sekunden. Dennoch verbesserte er diesen im zweiten Lauf nochmals um 0,2 Zehntelsekunden und holte sich überlegen den Sieg in der Tourenwagenklasse. In der Pause haben die Zuseher die Gelegenheit, die Strecke zu betreten und den Zuseherbereich zu wechseln.
Es war typisches Aprilwetter angesagt, vom kurzärmeligen T-Shirt bis zum zugeknöpften Anorak. Auf dem 929 Meter hohen Rechbergsattel war es aber dennoch zeitweise ziemlich kalt. Regen blieb den Zusehern aber glücklicherweise erspart. In der Pause hatte man auch Zeit, mal im Programmheft zu blättern. Gut, dass man eine Decke hat. Bergrennen sind Familienevents, es herrscht dabei fast schon Campingatmosphäre. Und der größte Vorteil ist, man ist sehr nahe am Geschehen. Nicht weggesperrt auf einer weit entfernten Tribüne, wie es bei den Rundstreckenrennen oft der Fall ist. Sicherheitskräfte hatten glücklicherweise nicht allzu viel zu tun. Das Rennwochenende lief ohne gröbere Unfälle ab. Die Stationen, wo irgendwelche Fahrzeuge abgewogen waren, sollen sie melden, weil wir müssen dann die Rennleitung abschicken. Amen. Hier Station 12, ein Fahrzeug ist abgewogen worden. Kommen. Hier Station 10, zwei Fahrzeuge abgewogen. Kommen. Die Feuerwehr Tulwitz hatte alles im Griff. Start, ja, das ist neben den Tourenwagen ist die Klasse der offenen Formelfahrzeuge das Highlight des Wochenendes. Hier hilft Simone Fagioli seinem Teamkollegen Fabian Boudaban Freitagabend beim Einstellen des Setups für die hintere Dämpfung. Unvorstellbar, dass sich Lewis Hamilton einen Schraubenschlüssel schnappen würde und Valtteri Bottas beim Einstellen seines Autos helfen würde. Aber genau das ist der Bergrennsport. Man ist mehr Kollege als Konkurrent. Und man hilft sich, wo es geht. Der Italiener Simone Fagioli ist einer der Favoriten auf den Gesamtsieg am Rechberg. Mia carriera a motorsport è iniziata grazie a mio padre, che correva già con Leosella PA9, PA8, con la Lola. E quindi fin da piccolo seguivo mio padre nelle gare e da lì è nata la passione che mi ha portato fino a oggi nelle mie gare. La macchina è una Norma M20, telaio chassis in carbonio, motore Zytec, gomme Pirelli, macchina pesa 560 kg e il motore eroga sui 480 cavalli. Il rugby per me è una gara importante, una delle prime gare del campionato europeo che ho fatto. La prima volta che ho affrontato il rugby è stata nel 2003, è una gara incredibile, eccezionale, con tantissimo pubblico, è una delle gare più sentite d'Europa. Ma il percorso, secondo me, è tutto in una parte rugby. Il rugby dalla partenza all'arrivo è la gara. Sono la prima parte fino al ristorante molto veloce, molto tecnica, secondo me lì si fa la differenza. Però Rekberg la vinci dalla partenza all'arrivo, tutto d'un fiato. Ce ne sono molti, ma secondo me il migliore, non mi vorrei sbagliare, ma mi sembra il 2011, perché la prima manche erano partiti gli altri con l'umido che stava asciugando e io da metà gara in poi ho trovato il diluvio dell'acqua e lì ero indietro 5 secondi la prima manche e dopo sono riuscito a recuperare la gara e lì è stata un'emozione forte. Non lo so perché abbiamo la macchina nuova e stiamo facendo evoluzioni anche ora in questo momento sulla vettura
Non abbiamo mai gareggiato in percorsi veloci, in curve veloci, quindi spero che già dalla prima manche domani mi diano delle buone sensazioni e di cercare di lottare per la vittoria con Merli, anche se qui l'osella di Merli è molto veloce. Der andere Favorit auf den Sieg ist sein Landsmann Christian Merli. Siamo sempre una piccola famiglia ben organizzata e siamo qui insomma per fare la nostra gara. Speriamo che il meteo sia buono e di fare un buon risultato come l'anno scorso. Tanti anni fa con una Peugeot 205 1600 GT 1993, poi un po' di anni gare in salita, qualche rally e poi 2005 prima volta con i prototipi. Sì, la macchina è un Osella FA30 del 2009, però è una macchina che teniamo sempre aggiornata, il motore è uno Zytec preparato dalla LRM e, con 490 cavalli, la macchina pesa 560 kg e le sospensioni sono curate da un'azienda italiana, Oram. E poi molte volte, ah sì, le gomme, usiamo le nostre gomme Avon che soprattutto nelle gare fredde ci danno sempre un buon vantaggio. È una gara che mi piace molto perché sono sempre andato molto bene, è un bellissimo posto, un bel tracciato e poi anche il pubblico sempre numeroso, caloroso e mi fa sempre piacere venire a Rechberg, anche perché per me è sempre stata una gara abbastanza fortunata. Ma sicuramente la prima parte più veloce mi piace di più, fino ai primi tornanti è la parte più bella, con delle curve veloci, è più divertente con le nostre macchine. Ma Christoph Lampert ist seit heuer der Teamkollege von Christian Merli. Wo der sympathische Vorarlberger auftaucht, rennt der Schmäh. Ich bin eigentlich seit eh und je im Motorsport. Die ganze Familie von mir, der Papa, alle sind seit Jahrzehnten schon im Motorsport tätig. Ich bin jetzt 37 Jahre alt, bin aktiv. Habe ich gestartet mit 14 Jahren mit dem Kartsport, dann war ich lange auf der Rundstrecke, Alpha Cup, österreichische Tourenwagen Challenge auf Alpha. Und dann habe ich gewechselt in Slalomsport und jetzt bin ich seit Jahren im Bergrennsport und es ist natürlich ein Traum für jeden, am Berg mit einem Osella FA30 zu starten. Dieses Jahr bestritt ich die komplette Europameisterschaft mit Team Merli, was mir meine Sponsoren, speziell die Firma Rauchbauer Sports mit dem Gerhard Rauch, das ist mein Hauptsponsor und der hat mir das Ganze ermöglicht und da möchte ich mich nochmal recht herzlich bedanken und ich hoffe, dass wir da viele Erfolge herausfahren können und der Rest werden wir sehen. Also der Osella FA30, das ist ein Single-Seater-Fahrzeug, das heißt, da sitzt man in der Mitte wie beim Formelfahrzeug. Das Fahrzeug hat 3 Liter Hubraum, ist ein Zytec-Motor, ein englischer Motor. Ein Rennmotor mit 500 PS circa, plus minus ein paar PS. Und das Fahrzeuggewicht ist rennfertig ohne Pilot bei 563 Kilo. Also wir reisen auf die Rennen eigentlich mit der Familie an. Und auf die Rennen selber wird das alles vom Team Merli gemacht und gemanagt. Wobei, dass wir eigentlich mithelfen, so sind wir ein komplettes Team und dann geht es immer am leichtesten. Der Christian ist ein Vollprofi, er ist seit eh und je am Berg unterwegs. Er ist eigentlich für mich ein Vorbild am Bergrennsport. Er hilft mir sehr viel, wir machen viel miteinander, Streckenstudium, denn was ist wichtig bei der Fahrzeugeinstellung. Und da, wir machen wirklich viel zusammen und das ist sehr hilfsreich. Speziell wenn du in so einem Auto wie ich in der zweiten Saison erst unterwegs bin, ist das Ganze nicht so einfach und da profitiert man natürlich sehr wohl von so einem Vollprofi-Piloten wie der Christian.
Los, los, los. Klasse-Kategorie 2 der offenen Sportwagen führt nach dem zweiten Lauf zwischenzeitlich der Franzose Sébastien Petit, als dieser das Ziel erreicht. Aber Fagioli und Merlich stehen noch am Start. Simone gibt hier einem anderen Fahrer kurz vor dem Start sogar noch einige Tipps. Und begibt sich dann selbst mehr und mehr in die Konzentrationsphase. In den Tunnel, wie die Rennfahrer sagen. Thank you.
Simone Faccioli, zehnfacher Bergeuropameister. Sechsmal hat Simone das Rechbergrennen bereits gewinnen können. So oft wie kein anderer. Eine Saison in der Bergeuropameisterschaft budgetiert Simone mit ca. 70.000 Euro. Erreicht, führt er das Feld an. Aber Christian Merli ist noch am Start und damit sein härtester Gegner beim Kampf um den Sieg am Rechberg. Vor Christian Merli startet aber noch Christoph Lampert mit der Nummer 2. Am Rechberg war ich das erste Mal vor 2 Jahren. Das war mit dem Osella PA 2000 Evo. Das ist der 2 Liter. Und das waren die ersten Erfahrungen da am Rechberg. Die waren super eigentlich. Ich habe da gleich die Klasse gewonnen. Und ja, letztes Jahr war ich mit dem 3 Liter das erste Mal da. Und das war schon ganz gut. Was natürlich ganz extrem toll ist, ist die Atmosphäre und die Kulisse. Ich glaube, es gibt selten Rennen, wo es so viele interessierte Zuschauer und Fans gibt, als wie da am Rechberg. Der komplette Rechberg, sicher ist die ein oder andere Kurve, wo man sagt, ja, die ist jetzt nicht so meine Lieblingskurve oder die könnte ein bisschen anders sein, aber die Strecke ist so, die ist gegeben und ich sage, da muss man sich einfach damit abfinden. Also wenn es dann wirklich, ich sag, wenn du am Vorstart stehst und es sind auch 2, 3 Autos vor dir, dann
bist du schon speziell auf die fokussiert und da gibt es eigentlich nichts mehr anderes. Sollte es für Christoph Lampert nach dem Rennwochenende Platz 4 bedeuten, nur eine halbe Sekunde hinter Petit. Während Fagioli schon im Rennauto sitzt, lässt es Christian Merli noch gemütlich angehen. Christian Merli. Er kam, sah und siegte. Der Julius Cäsar des Rechbergs. Seit seinem ersten Erscheinen am Rechberg im Jahre 2016 hat er jedes Mal gewonnen. Der 47-jährige Italiener stammt aus Trento und begann seine Karriere mit Schneemobilen, wo er 1993 sogar italienischer Juniorenmeister wurde. 1994 folgte dann der Wechsel auf Vierräder. Christian Merli hatte bereits im ersten Lauf einen neuen Streckenrekord am Rechberg aufgestellt. Im zweiten Lauf ließ er es dann etwas gemütlicher angehen, gewann aber trotzdem souverän das Rennen. Das Rechbergrennen 2019 war wieder mal ein Highlight im österreichischen Motorsportjahr. Das Herrgottkreuz am Rechbergsattel wachte über das Event.
dass es keine schlimmen Unfälle gab. Wie bei Bergrennen üblich mussten die Fahrer auf der Rückfahrt durch das Spalier anzusehen und holten sich ihren verdienten Applaus ab. Auch dieser kleine Kerl wird mal ein großer Rennfahrer werden. Da ist er sich sicher. Die Blasmusikkapelle Rechberg bei ihrem ungeordneten Rückzug. Hier dürfte es sich um den Kapellmeister handeln. Naja, üben müssen sie noch.